jetzt hier gucken. Läuft das jetzt? Ja, läuft. Ja, wunderbar. Dann ist das ja schon mal läuft sozusagen. Ja. Ja, haben noch keine Zuschauer. Wo versteckst du? Ach, du bist in dem Gerät drin. Ich frag mich schon. Ja. Ma und oh, ist auch voll. Nee, mach mal. Guck mal rüber. Läuft. Ja, cool. Dann kann ich ja noch mal kurz im Bild. Das Bad. Ja, scheint leer zu sein. Warte mal, ich tu mal kurz bei Instagram was posten. Ja. Wo macht denn der denn? Noch einen. Wir brauchen noch eins. Tja, da musst du noch mal eins holen. Geld. Ja, Moment. Wollen wir doch mal gucken. Ich würde ganz gerne mal den Anhänger abkoppeln, weil ich wollte noch ein bisschen grubbern gehen. Ich habe dich auch im Stream mit genannt. Ich habe den Stream genannt LS19 Hofbergmann Multiplayer mit RS09. So, da muss ich mal das große Gewicht dranhängen, weil müssen mal zwei Felder weg, gleich mal, oder ich werde mal versuchen, gleich alle Felder nochmal zu grubbern, dass wir dann Kartoffeln und nochmal Weizen machen, ne? Na, bei Weizen musst du nicht unbedingt grubbern. Echt nicht? Ah, nee, stimmt, warte mal, aber ich guck mal trotzdem kurz das. Ich will auf der kleine Feld nur Kartoffeln machen, das reicht uns, glaube ich, zu. Weil dann könnte man ihm ein paar Schweinchen kaufen. Weil ich glaube, Feld 1 würde erstmal vollkommen zureichen für Kartoffeln, oder? Oh, Kartoffeln sind immer eine ganze Menge.
Ah, das tut der Kleine aber ganz schön trecken. Und ich dachte mir, mit den Anhängern, mit denen ich da auch gerade eben gefahren war, damit könnten wir dann den Mais auch in diesen Kanal da schmeißen. Der erste Ballen wird dann, glaube ich, nochmal eine TMR sein. Eine totale Mischration. Aber dann gibt es Mais-Silage. Alles hinum. Sagst du, wenn du wieder da bist? Ja. Weil ich wollte noch mal gucken kommen. Schon mal den Kartoffelacker richtig vorbereiten hier.
zum Beispiel beim Flügen, da hätte ich zum Beispiel gerne Geruch, weil so frisch gegrubbert oder geflügtes Feld riecht einfach top. So, jetzt pumpe ich erstmal um in das. Okay, ich komme aber trotzdem mal hin schon. Da muss ich mir doch mit angucken. Haha. Hattest du den Schlauch gekauft oder nur ausgeliehen? Nee, gekauft. Sehr gut. Man hört richtig, ne? Als wie die Pumpe anfängt, man hört es auch plätschern. Sehr schön. Ich finde auch schön hier, man sieht, jetzt ist er gerade ausgegangen, aber man sieht die Zapfwelle arbeiten, die Schläuche ordentlich alle angeschlossen. Herrlich. Nur leider passen diese Fass nix rein. Warte, ich komme mal von der anderen Seite. Ja. Müsste jetzt eigentlich dann reichen. Ja, mal gucken. Ja, jetzt scheint schon mal grün zu sein. Kannst du selber mal gucken, ey. Lass das mal so. Ja, naja, müsste eigentlich hier. Jo. Dann müssen wir anschalten. Jo. Jetzt fährt er los. Ich bin 10 Minuten. Jo. Ich finde auch mit den Spanngurten bei diesen Anhängern hier, ist eigentlich auch wirklich schön gemacht so, ne? Genau. Dann bloß mal gucken. Schlauch mal eben. Ja, mich hätte ja mal interessiert, ob du den denn damit hier drauflegen kannst, weißt du? Ja, also müsste gehen. Ich probier's mal, ja. Dann jetzt zeigt er mir bitte. So, Schlauch abkoppeln, ja. Ja. Nee. Nee. Der Schlauch ist zu lang. Ja. Ich leg den hier einfach mal davor, ja? Nee, nicht drunter, nur davor, Mensch. Warte, ich mach ihn rein hier. Denn. Jo. Erklär. So, gut, dann werde ich erstmal weiter grubbern gehen. Ja, wäre ja schön, wenn Kettle and Crops mal endlich so weit kommen würde hier. Weil ich finde, so das Flügen und dergleichen ist irgendwie da ein bisschen schöner irgendwie animiert oder ihr macht sowas. Und durch den dynamischen Boden. Mhm. Heu machen ist ein bisschen schwierig, finde ich. Sind ja noch nicht fertig. Hier. Inwiefern meinst du das? Ja. Precision Farming war ja nur der erste Teil. Ja, okay.
Dann können die Kartoffeln im Boden. Bald. Hier gibt es jemanden, der stellt die Presse immer in den. Echt? Gibt es? Ja. Ja, ich wollte eigentlich noch mal pressen, aber ich habe mir dann überlegt, die ersten 1, 2, 3 Anhänger werden wir da eh reinhauen in den Presskanal von dem gehäckselten Mais, um ein paar Maisballen gleich zu machen und den Rest dann nur ins Silo. Und deshalb, ja, ist es dann doch irgendwie ein bisschen verworfen worden. Ich wollte erst noch mal einen kleinen Anhänger voll diese totale Mischration holen, aber ich habe mich dann umentschieden. So, ich musste mal eben bei Discord in Chat was schreiben. Nur falls Kuga oder dergleichen online kommen, dass sie wissen, dass der Stream an ist. An der Querneland ist sogar dran, die Grobertiefe und so kannst du da einstellen und so, ne? Sicherlich. Ja, ja, da ist uns so ein Zeichen dran, dass du die Grobertiefe und alles einstellen kannst. Finde ich ganz cool. Ja, jetzt die kommende Woche wird es ein bisschen schwieriger mit Streamen und auch hier mit Zocken, weil ich fange um 15 Uhr an zu arbeiten bis 0 Uhr.
Mann, wo ist denn schon hier die olle Schaufel? Welche Schaufel suchst du denn? Na, die große für den Blick. Das weiß ich nicht. Da hinten nicht. Bei dem Güllelager steht ein HW80 Plattform für Ballen. Da könnte man dann die Big Packs drauf machen, weißt du? Ich finde die Bodentextur auch ganz hübsch, so, ne? Nach einem Grubbern oder Flügen. Gefällt mir sehr gut, so vom Aussehen her. Hier noch für sie los. Bist du? Hier bei dem Kompost. Gerade mal die Türen überall gemacht. Ja, hier kannst du dann Kartoffeln oder so reinkippen. Weißt? So, ich hol dir mal den Plattformanhänger, ja? Ich wollte gerade mal was anderes. Was wolltest du? Was anderes probieren. Was denn? Nimm mal den Anhänger, der da unter dem Ding steht. Claymore und Black, ich muss den hier mal kurz tanken, ja. So. Welchen Anhänger meinst du? Den großen da hinten? Ja. Meinst wegen verkaufen? Mhm. So schön Komposterde. Oh, die sieht aber auch gut aus, ne? Wie ist denn der zweite? Oh, bei 94% auch schon. Diverses gibt es. Da ist es.
Hier für Anhänger oder dergleichen, die man da nicht reinbuxieren kann, wie zum Beispiel die HB80, dachte ich mir, ich stell mal hier so einen Kercher hin. So, mal gucken, was unsere Brote machen. Halt, verkehrt. So, müssen wir hinten raus. Kommen wir da? Da kommen wir natürlich nicht raus. Ja, das ist echt wirklich scheiße klein angezeigt hier, ey. Kann man da auch Roggenmehl für benutzen oder nicht? Warum stehen denn die ganzen Geräte, die wir gekauft haben, hier noch rum? Gemietet haben. Verstehe ich nicht. Welche? Der Schwader zum Beispiel. Ich hab den mal eben zurückgegeben, den Sparer. Ja, ich vermute mal nicht, dass Farmer Andi meine Streams guckt, aber als kleinen Tipp, bei so einem Maschinen, wenn man da, wäre schöner, wenn die Zeichen ein bisschen größer wären, dass man weiß, was man da reinkippt. Wie zum Beispiel beim Schweinemixer oder Schweinefuttermixer. Sag mal, wenn du beim Gartencenter angekommen bist, ich würde doch mal gucken kommen. Hm. Weil ehrlich gesagt habe ich beim Gartencenter auch keinen Abkipppunkt gesehen, ne?
ganz kurz. Ja, leider gibt's keinen Sonntag bei Bauern, Daddel Chris. Die Viecher wollen versorgt sein und so weiter und so fort. Und im realen Leben, naja, man hat sonntags meistens ein bisschen Zeit, irgendwas zu daddeln, weil montags meistens wieder das wahre Leben losgeht. Und bist schon unterwegs zum Gartencenter? Ja. Okay, dann komme ich da gleich mal hingesprungen. Hier? Ich glaube hinter oder vor der Feuerwehr. So, dann komme ich da mal hin. Ich bin beim Gartencenter. Haha. Ja, mal gucken. Ich weiß hier leider nicht, wo Abgibstation ist. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, hier, tja. Und Daddel Chris, bist du heute auch nochmal am Stream, nachher online oder so? Oh, hast du Angst gekriegt? Ja. Nee, dass du mir nachher über den Fuß fährst oder so. Weil hier drinnen ist mit Säcken, das weiß ich. Mhm. Und deshalb, ich weiß leider nicht, wo hier draußen das sein soll. Ob das hier irgendwo drunter ist, weil was hier angezeigt wird, sind auch bloß Säcke, Kalk und Kompost. Ah. Das Spiel kenne ich gar nicht, Wreckfest. Wir werden heute wahrscheinlich ab 20 Uhr wieder ein bisschen Zombies klatschen bei 7 Days to Die. Da werden zwei Streamer, sage ich mal, streamen. Da wird dann Lami TV, schätze ich mal, auch streamen. Wenn er denn heute kommt, weil er hat heute nämlich Geburtstag. Ja, aber hier kriegst du ja ein Big Pack ohne hier drin. Doch, doch, das geht. Also mussten hier hinstellen und dann mit einem starken Bauern nach da hinten. Deshalb ja, das ist ja nicht real. Nee, ist auch nicht. Deshalb solltest du ja eigentlich hier diese, die Kleinen machen, weißt du? Mit diesen, Sackmaschine. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wo war diese komische Sackmaschine? Produktionsgeräte. Hier. Bagging Master. Ja, 7 Days to Die ist ein Spiel, das ist halt so ein Endlosspiel, da kann man nie mit aufhören irgendwie.
Probier doch mal hier ans Gewächshaus irgendwo rückwärts ranzufahren oder gleich noch, ob das funktioniert. Sind aber keine Trigger zu sehen. Nee, hier gibt's. Die sind nirgendwo zu sehen, die Trigger. Ich kann mir das ja anzeigen. Wie denn? F5. Passiert bei mir gar nichts. Ach hier, ich verstehe, hier mit dem... Ja. Das Einzige, wo ein Trigger zu sehen ist, ist da, wo die Säcke stehen. Na gut. Ja. Also Begging Master, ja? Woanders wird keine Erde mehr angenommen, ne? Wenn ich mal so gucke. Na doch. Wo aber denn? Nicht für den Preis. Okay. Reifeisen. Mhm. Oh, und Schildgut Reifeisen. Aber es sind nur 496. Und da wären jetzt wie viel gewesen? 1000. 1067. Reifeisen, Big Packs und Kisten. 600. Ja, zur Not tun wir da von dem Hof, wo, das, wo die Lager alle sind, gegenüber den Bagging Master hinstellen. Und dann. Wir brauchen ja eh noch was selber. Ja. Nur wir brauchen auch den Anhänger. Guck mal, ob ich jetzt im Lager halt. Ja. Ah, ist noch ein Ende fällt. Ja, bei dem Bagging Master, da kann man dann, weiß ich, eher den Lieferwagen mit Anhänger daneben stellen und dann gleich die Säcke drauf schmeißen zum Verkaufen, weißt du? Okay, das Silo nimmt. Ja, zur Not verkauft er den einen Anhänger für weniger Geld. Oh, super. Weil im Grunde genommen war es ja Stroh, was übrig war, oder was? Was wir nicht gepresst haben oder nicht brauchen konnten zum Pressen.
Ja, so hat man denn mehr Arbeit, als man eigentlich möchte, ne? Ja, ein richtiger Bauer, glaube ich, würde mich jetzt gerade erschlagen. Ich habe das Vorgewende gemacht, bevor ich, bevor das Hauptfeld geflügt ist. Ich fahre sozusagen jedes Mal wieder übers Vorgewende. Ja, alles klar. Ja, ich glaube, hier auf Feld 1 die Kartoffeln. Das sollte im Moment reichen, denn. Tja. Ja, ich glaube, zum Kartoffeln legen hier brauchen wir auch bloß eine kleine Maschine. Denn ich weiß aber gar nicht, ob die kleine auch mit Düngevorrichtung hat. Das weiß ich leider nicht.
Oh, die Ziegen sind auch fleißig auf der Weide unterwegs. Ja, ich hatte gerade mal geguckt hier nochmal bei dem Farmer Andi da auf der Seite. Aber diese Handwerkzeuge hat er noch nicht da. Also die Schubkarre und so ein kleines Fass zum Butter machen und so was alles. Das hat er irgendwie noch nicht veröffentlicht. Ich hatte nur mal in so einer Mod-Vorschau gesehen. Von Hümer, glaube ich. Oder Huma. Aber dort war es halt... Es ist halt noch nicht zu bekommen. Siehst du ja, ich wollte ja mal gucken, wenn ich den John Deere links einmal hier repariere, ob man dort beim Erweitern vielleicht einen Sitzplatz dazu setzen kann, weil man hat ja hier den Sitz noch drin, muss man irgendwie beim Kaufen mit aktivieren irgendwie, dass dann, dass du zum Beispiel oder Ecke mitfahren, Modus mitfahren könnten. Ich hab mal geguckt, das hat er nicht. Sitzplatz. Schade. Hast du den aus dem Motor? Nee. Das ist ein Problem. Ja, einige Sachen aus dem Motor finde ich gar nicht so toll. Aber John Deere Trecker gibt es ja da wohl noch. Ja, gibt es auch. Aber leider stehen die ganzen Dinger dann nochmal unter der Kontrolle von Giants. Und nicht unbedingt ist von Giants alles gut, ne? Dieses Spiel lebt halt von den Moddern. Und ohne diese Modder wäre das Spiel in gewisser Art und Weise echt langweilig. Es würde diese Map, die wir hier gerade spielen, gar nicht geben. Deshalb finde ich dann manchmal eben traurig, dass wenn jetzt mal neue Versionen rauskommen, wie jetzt hier zum Beispiel der LS19, dass die nicht so gerne mit Moddern zusammenarbeiten oder so. Finde ich dann schon traurig. Weil durch die Modder lebt dieses Spiel, ne?
So, ich bin erstmal weg. Jo. Erstmal dieses Feld fertig machen, noch Kartoffeln sehen, drillen. Und dann haben wir mal wieder drei Felder so halt vorbereitet. Da hinten steht ja Mais, hier vorne wird noch Mais. Und wenn das dann alles reif ist, dann können wir mal wieder einen schönen Stream machen mit Mais ernten. Ja, dieser Stream hat fast eine Stunde voll. Sag jetzt mal, jetzt mich die ganze Zeit hier zu beobachten, wie ich diese Felder hier vorbereite. Das ist, glaube ich, auch nicht so spannend. Daher werden wir bestimmt weiter im Stream, wenn wir nachher anfangen zu ernten. Und dann ist halt ein bisschen aufregender wieder, weil wir wollen Maisballen pressen auf jeden Fall. Und wir wollen ein Silo halt befüllen. Also eigentlich noch einiges zu tun. Vorhin hatten wir die Saatgutmaschine angeschmissen und haben Saatgut hergestellt. Wir haben Treber geholt vom Malzwerk. Noch einmal hoch, denke ich, dann sollte das hier erstmal gewesen sein. Dann ist das Feld schon mal fertig, vorbereitet, um mal ein paar Kartoffeln hier in den Boden zu kriegen. Ja, der Stoppelsturz ist somit erfolgt. Jetzt haben sozusagen die Würmer und alle Tiere da am Boden, die sich damit beschäftigen, die Stoppelhalme zu zersetzen. Weil hier vorher, ich glaube, Sojabohnen drauf waren, ist natürlich das Stroh geschreddert worden, sage ich mal, und breit ausgefächert, bleibt beim Mähdrescher gehäckselt. Da haben die Tiere halt im Boden ordentlich was zu tun. So. Dann können wir den Gruber mal waschen fahren, ne? GPS können wir ausmachen. Ja, ich glaube, der Trecker kann auch eine Wäsche vertragen. Schön pflegen immer die Maschinen.
unsere Ziegen meckern, obwohl sie eigentlich alles haben. Schön blinken. Normalerweise muss man auch die Rundumleuchten anmachen, weil ist ein gefährliches Gerät da hinten dran, ne? So. Waschplatz angekommen. Passen wir unter. Ja. So. Nee, die Tür muss wieder zu. Ja, die auch. Ab, zu. Tür auch. Komm. Zack. Perfekt. So, Objektinfo aus. Kercher an und los geht es. Mal den Dreck vom Feld wegspülen. Nur das Gewicht weigert sich noch so ein bisschen. So. Können wir den Gruber da unter das Vordach stellen. Zack. Absenken. Und abgestellt. Den stelle ich schon mal auf den Hof. Und den brauchen wir dann noch für die Saatmaschine. Aber nichtsdestotrotz, mit diesen Bildern, mit nachgetaner Arbeit, soll es das erstmal gewesen sein für diesen Stream. Wie gesagt, der nächste Stream kommt dann, wenn wir anfangen mit dem Maisernte und mit der Kartoffelernte. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns demnächst. Tschüss.